Wenn es bei der ersten Mannschaft nicht läuft und es dazu viele Verletzungen oder auch suspendierte Profis gibt, werden ja häufig Spieler aus den Nachwuchsmannschaften nach oben gezogen. Und genau so sieht es momentan aus beim FC Schalke 04. Die U23 von Thorsten Fröhling musste auch beim Gastspiel gegen die Zweite von Düsseldorf ohne diverse Spieler auskommen, die etwas später am Tag gegen Leverkusen mit 0:3 verloren. Gemessen daran läuft es bei den Schalkern in Blau ziemlich gut vor diesem Spieltag auf Platz 7 und mit der ersten Chance Lukas Schuler vergibt. Vergangene Woche feierte er gegen Borussia Mönchengladbach sein Bundesliga-Debüt. Die Gäste aus Gelsenkirchen mit dem besseren Start, da ist wieder Schuler klug zurückgelegt und sauber reingelegt. Die Fahne bleibt unten und Jason Zeker erzählt nach einer knappen Viertelstunde das 1:0 für Schalke 04. Zeker schon in der vergangenen Woche Doppeltorschütze beim völlig verrückten 6:2 nach 0:2 Pausenrückstand gegen Lippstadt. Die Jüngeren unter euch werden sich erinnern. Für die Düsseldorfer ein absoluter Fehlstart. Die Fortuna eigentlich als Favorit in diese Partie gegangen, stehen mit 31 Punkten auf Rang 3 der Tabelle. Steffen Meuer, erster Abschluss, aber trotz hoher Spielanteile die Chancenqualität sehr gering, auch wenn das Ding von Lobinger durchaus das Potenzial zum Tor des Monats hat. Zur Halbzeit, also Schalke in Führung, Thorsten Fröhling, sein Team stand nach dem 1:0 meistens tief, weitestgehend sicher, defensiv und verlegte sich aufs Kontern. Rein in den zweiten Abschnitt, das Spiel nach wie vor relativ ausgeglichen. Mitrioschkin hat beim Schuss von Florian Flick leichte Probleme, aber es blieb dabei. Mit den wenigen guten Chancen, die es gab, konnten beide Teams einfach zu wenig anfangen. Weschenfelder Cienza aus vielversprechender Position weit, weit vorbei. Was war eigentlich mit Düsseldorf? Die müssten ja eigentlich, aber was Gefährlicheres als diese Flanke des eingewechselten Vincent Schaub haben wir leider wirklich nicht zu bieten. Schalke dagegen musste immerhin nicht gegen eine tiefstehende Abwehr spielen und hatte deswegen das ein oder andere Mal viel Platz. Candan macht das gut, aber Berisha semmelt ihn drüber. Wir machen den Sprung in die Nachspielzeit. Mitrioschkin nochmal mit vorne und mitten im Getümmel der Nachschuss von Cedric Euschen und dann der kollektive Manuel Neuer Gedächtnisarm. Schiri Timo Ganzloweit ließ sich nicht erweichen und kurz darauf war es dann geschafft. Die U23 des FC Schalke 04 feiert den zweiten Sieg in Serie. Diesmal weniger spektakulär, aber dafür hinten mit der Null. Und darüber kann man sich doch auch freuen, oder Thorsten Fröhling? Also ich finde, das war ein richtig aber ein sehr, sehr aggressives Spiel von beiden Seiten, aber auch ein faires Spiel. Jeder war heiß und gierig, hier heute die Punkte zu holen, wobei wir die ersten 3 Minuten noch ein bisschen nervös waren und uns dann reingebissen haben mit der Riesenchance von Lukas Schuler, den er da vorbeischießt. Und im Großen und Ganzen muss ich einfach sagen, wir haben hier noch nie, glaube ich, groß was geholt in Düsseldorf. Und jetzt haben wir 1:0 gewonnen, haben das nicht nur über die Zeit gebracht, es war dann auch verdient. Ein paar Spiele müssen noch nachgeholt werden. Derzeit trennen Düsseldorf auf Platz 3 und Schalke auf 7, aber nur 3 Punkte. Und die Formkurve bei Schalke, und das ist doch ein kleines Trostpflaster für den königsblauen Anhang, sie zeigt zumindest bei der U23 deutlich nach oben.